Hier ist ja eine ganze Menge los. Die Tenakt haben hier während der roten Raubzüge gewütet. 2 Jahre Arbeit. Und das wird noch lange dauern. Der Arbeitsstopp in Kettenkratz hat beinahe unseren Wiederaufbau gestört. Aber eine gewisse Nora hat sie zum Arbeiten motiviert. Ich habe nur ausgeholfen. Naja, Alvund war sicher begeistert. Komm, lauf doch ein bisschen schneller. Ja, du. Hoffentlich bis bald. Hä? Noch mal kurz gucken, oder wie? Zur Seite, Soldat. Sir? Da ist der Kommandant. Mach dich besser bereit. Und viel Glück. Hallo. Wie können wir eine Gesandtschaft stattfinden lassen mit einem Stamm, der seine Leute nicht im Griff hat? Was will man von solch ungebildeten Wilden noch erwarten? Ah. Aloy, nicht wahr? Ja. Die das Tal für euch gesäubert hat, die Aloy. Wir wertschätzen deine Dienste. Wir sind bereit für den Beginn der Gesandtschaft. Ihr habt doch das Signal gegeben. Beide Seiten müssen Bereitschaft signalisieren. Bis die Wilden ins Horn stoßen, warten wir. Ja, denn die Ersten werden... Klappe, was dauert da? Die Tenakt sind ein Stamm, der aus 3 Stämmen besteht. Wie viele Banner siehst du denn? Ihr wartet einfach? Findet raus, was los ist. Das ist nicht der wilde Osten, aus dem du stammst, Nora. Das ist der verbotene Westen. Wow. Gefällt's dir nicht? Lauf nach Meridian und beschwer dich da. Das Meridian, das ich rettete? Ganz recht. Niemand geht durch das Tor, bis der 3. Clan da ist und das Tenakthorn erklingt. Nicht einmal die Retterin von Meridian. Danke, aber ich habe genug gewartet. Zeit zu gehen. Auf gar keinen Fall. Diese Gesandtschaft erfordert die Einhaltung von... Lass das sein! Ja, was immer du sagst. Da kommt eine Maschine. Da sitzt jemand drauf. Öffne bitte die Tore! Lass sie nicht durch dieses Tor! Das ist ein direkter Befehl! Sorry, das geht nicht. Und wenn es die Königsrippe persönlich ist, die Tore bleibst du, bis das Horn erklingt! Ich bitte höflich. Was soll ich denn tun? Hey, Val. Hi, Erend. Was geht hier vor? Ist Aloy will etwas, Öffnet die Leute wollen hier im Weg stehen. Tore. Das wird nicht klappen. Das war's! Nehmt sie fest! Könnt ihr gern versuchen. Feuerunterstützung? Einsatzbereit. Hey, Nozan! Du dummer Mistkerl! Du meinst, du darfst das Tor vor den Augen der Retterin Meridians geschlossen halten? Was meinst du, wird Sonnenkönig Avar tun, wenn er davon erfährt? Dich befördern? Ha. Lass sie durch, Jungs. Wenn sie Welt rettet. Jawohl. Na, was im Meridian vergessen? Schau, Val. Ist doch egal. Hat ja geklappt. Also der Stamm, von dem Marat sprach, die Tenakt, müssen uns erlauben, nach Westen zu gehen? Wäre schon nett, wenn die nicht ständig versuchen würden, mich zu töten. Diese Gesandtschaft läuft noch gar nicht. Die wollen da einfach reinplatzen? Schluss mit Politik. Genug gewartet. Okay. Zumindest hast du jetzt Verstärkung. Das stimmt wohl. Mal sehen, wie es läuft. Na, jetzt kommt's, Dicke. Oh,
Mutter. Das ist die Grenze zwischen Ost und West. Bleib oder stirb. Warte mal. Mach mal halblang. Das Tal ist tabu, bis unser Signal ertönt. Das ist mit den Kaja vereinbart. Ich bin keine Kaja. Ich kam unabhängig her, um Durchlass zu erbitten. Aber sie öffneten das Tor für dich, oder nicht? Was bedeutet diese Überschreitung? Sie schicken ein Kind? Wollen Sie verhandeln oder nicht? Den Kaja vertraut man nicht. Das weiß jeder. Vergesst die Kaja. Das hat nichts mit ihnen zu tun. Ich muss im Westen Leben retten. Vielleicht auch das eure. Das einzige Leben, das du retten kannst, ist dein eigenes. Indem du umkehrst. Jetzt. Moment! Über eines sagt sie die Wahrheit. Sie ist keine Kaja. Sie ist eine Nora aus dem Wilden Osten. Wenn sie Leben retten will, sollten wir da nicht zuhören? Lasst mich mit ihr reden. Ein letzter Gefallen für einen Marschall, bevor er weggebracht wird. Ein tapferer Nora-Rotschopf. Du bist sicher diese Retterin von Meridian. Nur Aloy. Ich bin verscharf unbeugsam. Einst Generalstab der Kaja, Armee der untergehenden Sonne. Du bist verscharf? Avad gab mir eine Botschaft. Er wartet in Meridian, wo du hingehörst. Avad war schon immer höflich. Jetzt hast du mich noch neugieriger gemacht. Schließlich vertraut dir der Sonnenkönig. Aber solche Verbindungen zu den Kaja könnten hier schlecht für dich sein. Das weiß ich nur zu gut. Du siehst ja, hier herrscht Hochspannung. Diese Gesandtschaft ist eine heikle Sache. Sie geben mich dem Sonnenreich zurück. Diese Geste könnte helfen, schmerzhaften Groll zu lindern. Und jetzt kommst du. Ohne Vorwarnung. Ich will keinen Ärger machen. Ich will nur nach Westen. Das sagst du. Vielleicht kann ich ja helfen. Aber ich muss wissen, warum. Und ich brauche die Sicherheit, dass ich es nicht bereuen werde. Die Tätowierungen der Kaja sind mir völlig neu. Für die Kaja sind sie reine Zierde. Für die Tenakt jedoch weit mehr. Eine Litanei der Taten. Listen besiegter Feinde. Davon hast du anscheinend so einige. Kämpfe sind mir nicht fremd. Aber mein Leben, meine Zeichen sind noch nicht vollendet. Diese Seite zeigt meine Kampftaten. Vor meinem Tod soll die andere Hälfte meine Erfolge des Friedens tragen. Das ist nobel. Wie bist du unter die Tenakt geraten? Das kann ich dir erzählen. Dauert aber. Aber wie ich das sehe, haben wir wohl eh nichts vor, bis die Gesandtschaft anfängt. Möchtest du es wirklich hören? Natürlich. Ich schätze, wir haben Zeit. In Ordnung. Ich war bei Sonnenkönig Jirans Truppen, als sie nach Westen zogen. Ich wollte das Schlimmste verhindern. Natürlich klappte es nicht. Sie begangen unaussprechliche Schandtaten und die Tenakt reagierten darauf. Als die Clans unser vorderes Lager der Zinnobersande überrannten, blieb ich zurück, um den Nachzüglern zu helfen. Und wurde geschnappt. Ich habe es ihnen nicht einfach gemacht. Und sie haben es mir auf der Reise in ihre Hauptstadt vergolten. Ich verlor unterwegs so viel Blut und war leichenblass, als sie mich zu Häuptling Hikaru brachten. Ich dachte, ich wäre tot, also ergriff ich verzweifelte Maßnahmen. Ups. Als du den Tenakt-Häuptling trafst, tatest du etwas Verzweifeltes? Ich hielt die Ohren offen, als die Tenakt mich mitzerrten. Und ich hörte von einem Urteilskampf, den sie offenbar huldigen. Also,
Als sie mich vor Hikaru warfen, forderte ich dieses Ritual ein. Die Kohlrot. Im Glauben an Sieg gewährte mir einen Vorteil. Mein Leben oder sogar die Freiheit. Die anderen Tenakt heulten, aber Hikaru starrte sie nieder. Und dann fiel sein Blick auf mich. Er wusste meinen Einfallsreichtum offenbar zu schätzen. Er erlaubte mir die Teilnahme an der Kohlrot. Ich ahnte ja nicht, was mir bevorstand. Du sagtest, die Kohlrot ist ein Tenakt-Urteilskampf? Ja, aber nicht so, wie man es sich vorstellt. Kein Zweikampf Mann gegen Mann, zumindest kein direkter. Die Beteiligten kämpfen in einer großen Arena gegen Maschinen und nur die Stärksten überleben. Glaub mir, es ist nicht einfach, sich einer Maschine zu stellen, während Hunderte um dich herum nach Blut schreien. Das ist mir vertrauter, als du denkst. Wirklich? Dann hast du meinen Respekt. Wie du habe ich den Kampf überlebt. Ich hatte auf Freiheit gehofft, doch das stand nie zur Debatte. Ich musste dem Häuptling dienen. Okay. Du hast dem Tenakt-Häuptling gedient? Die Sieger der Kohlrot müssen ihm als Marschälle dienen. Das Wort hast du schon erwähnt. Was heißt es? Das Wort selbst bezieht sich auf einen Schutzgeist aus längst vergangenen Zeiten. Konkret sind Marschälle Hikarus fahrende Gesetzgeber, teils Magistrat, teils Richter, teils Henker. Ich gehörte nun zu ihnen und diente mit Ehre, aber viele Tenakt spuckten nach wie vor aus, wenn sie mich sahen. Aber nur, bis ich sie zu Boden zwang und ihre Gesichter hineindrückte. So kann man es natürlich auch machen. Wie du bemerkt hast, ist Gewalt die Muttersprache der Tenakt. Nur mit ihr überlebt man. Aber die Kaja sprechen sie auch. Mehr als sie sollten. Verständlich, dass die Tenakt sie hassen. Heißt das, du bist noch immer Kaja? Ein Teil von mir, ja. Immer. Doch es gibt viel zu bewundern an den Tenakt. Besonders ihren Häuptling. Ich habe gehört, wie es vor seiner Herrschaft war. Drei Clans, immer im Krieg, ständig in Fehde miteinander. Hikaru und die Marschälle schufen eine Art Frieden. Und jetzt schaut er nach vorne. Wer weiß. Vielleicht gibt es ja einmal eine Zusammenarbeit mit den Kaja. Also viel Scheiße, wie die gebaut haben, glaube ich eher weniger, ne? Die Kaja reden über Hikaru wie über ein Monster. Die Kaja müssen ihn verteufeln, und wenn nur, weil er sie aus dem Feld gefegt hat. Ja, er ist furchterregend. Als ich ihn das erste Mal sah, dachte ich, er würde mich häuten. Aber er ist kein böser Tyrann wie der verrückte Sonnenkönig. Wenn du das Glück hast, ihn zu treffen, so wie ich, würdest du sehen, dass er eigentlich nur das Beste für sein Volk will. Hoffentlich sprichst du mit ihm. Du interessierst ihn sicher. Gut. So war das also. Du hörst sie als erste Ostländerin, aber nicht als letzte. Die Kaja müssen davon erfahren. Ja. Du redest völlig anders über die Tenakt, als die Kaja es tun. Nach Hause gehen? Freust du dich auf deine Rückkehr nach Meridian? Oh, eine Nacht in einem Federbett klingt zugegeben gut. Oder Wein trinken aus den südlichen Weinbergen. Aber ich habe ein anderes Ziel. Als jemand, der die Tenakt und die Kaja kennt, habe ich zu beiden eine fundierte Meinung. Wenn Sonnenkönig Awad einlenkt, hoffe ich auf einen dauerhaften Frieden. Die Tenakt scheinen nicht so friedlich. Nein, das sind sie auch nicht. Aber wir leben in harten Zeiten. Hikaru weiß, dass Überleben Anpassung erfordert. Auch wenn man dafür ewige Kriege beilegen muss. Okay. So, jetzt gucken wir mal nach Megengericht. Du fragtest, warum ich passieren muss. Ich sag's dir, aber es wird dir nicht gefallen. Vor 6 Monaten ging die Welt fast unter in Meridian. Die Bedrohung ist nicht vorbei. Sie wird jeden Tag schlimmer, deutlich.
Sie ruft Stürme, vergiftet das Wasser und erzürnt die Maschinen. Die Quelle zieht nur nach Westen. Und nur ich kann sie aufhalten. Ich sehe die Zeichen. Und ich hörte von unglaublichen Vorkommnissen in Meridian. Dämonen, besiegt von einer rothaarigen Heldin. Also könnte ich dir glauben. Deine Bürde steht dir ins Gesicht geschrieben, deutlicher als meine Tätowierungen. Nimm das als Beweis, dass du in die Länder der Tenakt reisen darfst. Das ist so wichtig. Und ihr beide macht das allein? Glaubt jemanden, der gern ein Diplomat werden will. Verbündete sind wichtig. Ikaro kennt den Westen besser als sonst jemand. Vielleicht kann er dir ja helfen. Er kann sehr bedrohlich wirken, aber lass dich davon nicht täuschen. Er steht zu seinem Wort. Vielleicht, wenn ich ihn brauche. Wie du willst. Er ist in seinem Palast, hinter den Bergen im Südwesten. Sag ihm, ich schicke dich. Und er wird... Da! Das Himmelsclan-Banner! Marschelle, es war nicht einfach, aber hier ist der Himmelsclan. Und der Kommandant? Nein, ich konnte nur ein paar überzeugen. Er weiß noch nicht, dass wir weg sind. Wir haben Banner aller drei Clans. Dann sind es vom Himmelsclan eben weniger, na und? Er hat recht. Blast ins Horn. Was ist hier los? Nicht allen Tenak gefällt die Vorstellung, mit Kaja zu verhandeln. Aber es sind genug da, fangen wir an. Dann breche ich mal auf. Nein, das lassen die anderen Marschälle nicht zu. Du willst sicheres Geleit, das bekommst du. Nach der Gesandtschaft. Ah. Kaja, öffnen die Tore. Schicke Kiste. Die Sonne über einem Land im Krieg aufgeht, kann sie auch über einem Land im Frieden untergehen. Heute ist solch... Hört, Marschelle! Die ihr Tenakt sein wollt! Regala, Häuptling Hilkaros größter Fehler. Diese Rivalin verschonte er. Vergesst ihr, dass unser Volk im Blut geboren wurde? Im Blut der Kaja! Doch ihr schenkt eure Speere einem Häuptling, der mit dem Feind paktiert. Hikaru hat uns verraten! Die Gesandtschaft beweist es! Und ihr Marschälle seid seine Komplizen! Dafür habt ihr den Tod verdient! Es braucht mehr als zahnlose Drohungen für uns, Verbannte! Lanzen! Formieren! Sie reiten Maschinen! Wo haben Sie das gelernt? Silence. Der Drecksack hat überall seine Finger im Spiel. Komm jetzt mit uns! Oder gar nicht! Schützen! Heizt ihnen ein! Schützen! Wehrt sie ab!
wollen. Lass mich ans Steuer. Das werden sie nicht schaffen. Ziel! Das sind genug Ziele! Ich darf nicht mithelfen. Was soll denn das? Siehst du was? Nur noch wir jetzt. Hey! Komm runter und kämpfe fair! Lanzen! Nehmt die Mitte! Jetzt geht's! Ja. Komm. Und auf geht's. Bleibt in Deckung! Schützen auf dem Felskar! Da kommen sie! Sie haben uns! Durch. Wie Spaß damit, du Arschloch. Schon. Nein. Jawohl, Alter. Ach, komm schon.
Maul. Nein, immer noch nicht. Ach, boah, ernsthaft? Mit was hat er mich jetzt getroffen? Also erst müssen die Dornrücken weg. Weil die am beschissensten sind. Und dann die anderen beiden. Hey. Alarm! Alarm! Erwischt. Das tust du nicht. Häuptling, gewährt mir die Ehre des Vortritts. Nun gut. Ja! Ja, na, Logo. Ah! Krieg ich also mein Schild. Jetzt du, Kleine. So ein Schild habe ich noch nie gesehen. Ich sollte scannen. Ich kann sein Schild durchbrechen, wenn ich ihm Schaden zufüge. Ich muss durch den Schild. Wenn du tot bist. Das mit dem Bogen nicht hin. What the fuck, Alter? Ich muss eine Abwehr durchbrechen. So, das ist meine Chance. Ich erledige dich und lache dich dann aus. Ach, warte mal. Ergib dich! Dein Schild hat sich regeneriert. Das ist irgendwie scheiße. Ich muss den Schild ausschalten. Fang keinen Kampf an, wenn du nicht... durchbrechen. Ich treffen würde. Ah. Schild unten. Er ist verwundbar. Headshot, Bitch. Du bist dran, Fremde. Danke für deine Scheiße, du Arschloch. Entschuldige bitte. Na komm! Trau dich runter und stell dich! Nein! Das war ein ehrenhafter Kampf. Feiges Schwein. Ich werde dich verschonen. Ha! Du mich? Männer! Ich verschone dich nicht. Seid stolz auf euch. Heute habt ihr die Marschälle dezimiert. Die Kaja besiegt. Unser Krieg gegen Hekaro beginnt. Abmarsch!